よければチャンネル登録もよろしくでごわす。Hallo Koski und willkommen zurück zu Tomb Raider 4 Celeste Revelation. Ich bin das letzte Mal weitergekommen, endlich mal. Ich habe in der letzten Folge auf einen Soldaten getroffen. Der hat uns einiges erzählt, auch von einem Urzeitmonster, auf das wir dann etwas später trafen. Und dieses Monster ist ziemlich lästig. Am Ende bin ich dann hierher angekommen. Das ist gerade der einzige Weg, wo ich dann überhaupt was machen kann. Aber ich habe das letzte Mal noch nicht herausgefunden, wie ich hier weiterkomme. Wir sehen nur hier da drei römische Buchstaben plus noch hier der vierte, obwohl eigentlich der vierte Buchstabe IV ist. Und ja, also hier sind einfach Zahlen. Und ich weiß nicht ganz genau, was wir hier machen müssen. Ich habe versucht schon diese Glocke zu aktivieren, hat nicht funktioniert. Da oben befindet sich irgendwas mit H und 1 und C und 2 und da hinten sich auch noch was. Und ja, ein kleines Rätsel erwartet uns hier wieder. Ich werde auch heute auch nur wieder zwei Aufnahmen machen, so wie die letzte Aufnahme. Weil mein Rechner wieder der Meinung war, mal abzustürzen. Ich habe die Hebel gar nicht gesehen. Ich habe jetzt einfach nur irgendwas da gemacht. Ja, also mein Rechner Mein Rechner war der Meinung, wieder Bluestream zu bekommen. Jetzt hat er wieder ein bisschen seine Macken. Aber er müsste jetzt bisschen wieder sich wieder einfangen müssen können. War kein Deutsch, egal. Jedenfalls, bevor er wieder abschmiert, nehme ich jetzt eine Aufnahme auf. Ich weiß nicht, wann es... Also, wenn er nochmal abstürzen sollte, dann weiß ich nicht, wann. Es kann Stunden dauern, es kann innerhalb einer Stunde passieren und so weiter. Deswegen, ja. Und ich habe wirklich die Hebel hier übersehen. Also ich habe die wirklich das letzte Mal nicht wahrgenommen. Ich habe das jetzt nur rein zufällig entdeckt, wie ich vorhin bei der 1 gedrückt hatte. Ich wollte nur gucken, ob man hier irgendwas machen kann. So, es ist was aufgegangen. Ich hasse immer noch diese Kamerasicht, sage ich schon. Immer noch diese Position der Kamera. Ich habe das Gefühl, dass einer mich zu einem Geheimnis führt und der andere bringt mich weiter. Oder einer ist eine Flinte. Für die nicht, was Flinte bedeutet. Ich meine damit, einer ist wahrscheinlich fake und führt mich zu einer Falle und einer führt mich weiter. Deswegen speichere ich jetzt hier erstmal. Ach so, ich glaube, ich verstehe das jetzt. Ich glaube, ich muss 1, 2, 3. Ah, okay. Also ich muss also diese zwei Hebel ziehen, bei der 1 und bei der 2 für das hier. Und der andere ist bestimmt für die 3 und die 4. Es sieht so aus, als rutscht man da runter und so wollte ich nicht runtergehen. Okay, hier komme ich jetzt erstmal nicht weiter. War da eigentlich andere Seite hochklettern, aber naja. Na.
Dödödön. Liegt doch was. Ach so, nee. Ah, jetzt sehe ich das. Da liegt gar nichts, da ist einfach nur ein Hebel oder ähnliches. Ah, okay. Also da fehlt ein Hebel und die Brechstange hat mir wieder mal geholfen. Gut, dann werde ich nochmal speichern. Das Tor zur Frikadelle. Ich rechne immer noch mit einer Falle. Es ist mir irgendwie zu einfach. Und da hat schon irgendwas gerumpelt. Wow, wieso ziehen sie jetzt so viel Leben ab von... Das letzte Mal haben sie doch nicht so viel abgezogen, oder doch? Wer hat mich abgeschossen? Das ist illegal. Ich habe doch gerade einen Schuss abbekommen, oder nicht? Wurde ich gerade nicht abgeschossen? Ja, Fledermäuse. Hä, hey, aber... Von wo kam gerade der Schuss? Oder war da quasi noch eine kleine Falle drin, die noch einen Schuss ausgelöst hat? Und das hat mich nur leicht getroffen. Oder ein Gegner ist hier und der hat irgendwie... Och, haut doch ab, ihr Scheißviecher! Ich hoffe, die sind jetzt bei der Animation weg. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist es unfair. Ich kann mich nicht heilen. Und wie viele... Okay, bei der Animation verliere ich keine Lebenspunkte. Warum Fledermäuse? Ich mag Fledermäuse. Wieso müssen die Gegner sein? Hä, aber... Hä? Aber wir haben zweimal einen Schuss gehört. Das heißt, das ist auch doch quasi eine versteckte Falle. Zumindest hat es sich so angehört. Habe ich jetzt irgendwas eingesammelt? Eigentlich nicht. Jetzt habe ich bei der Animation nicht aufgepasst. Da hinten sieht aus, als könnte man da raufkommen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich mit dem Seil überhaupt dahin komme. Und ich habe eine Befürchtung. Soweit ich jetzt da hänge, dass mich wieder diese Insekten angreifen. Ich komme immer noch nicht auf die Namen von den Insekten, also wie die heißen. Ja, ich muss ja noch. Ich glaube, das war L1. Das sieht so aus, als würde es da abbrechen. Okay, ich muss L2 drücken. Ey, muss ich doch nicht drücken? Oder? Ach. Nee. Um zu schalten, muss ich ja immer R2 drücken. Aber ich muss kurz aufhören, da ich nicht richtig in Position bin. Ja, ich glaube, ich muss doch darauf gehen. Andernfalls, warte mal.
Vor mir ist auch direkt was. Mann, ich hasse das. Wenn man zu einer bestimmten Richtung drehen will. Das wäre jetzt ein Ding, wenn jetzt plötzlich das da abstürzen würde. Wo ich jetzt vorhabe, raufzugehen. Kann man dann bei den Wänden klettern oder nicht? Das frage ich mich jetzt. Also, es steht für mich fest, das ist zu hoch und zu weit weg. Das da oben rechts, wo ich zuerst vorhatte. Gut, ich stehe hier drauf. Noch. Muss ich das da abschießen? Mann, ich hasse es, wenn sie sich nur leicht drehen soll, dann macht die gefühlt immer wieder so eine Riesendrehung. Ich glaube, die Insekten sind gekommen, weil ich wieder so weit dort war in der Nähe des Monsters, wo diese Insekten spawnen. Wie heißen die nochmal? Ich glaube, als sie zum allerersten Mal erschienen sind, wusste ich, glaube ich, noch, wie die heißen und habe sogar noch den Namen gesagt. Ich weiß aber nicht mal, wie die heißen. Heuschrecken, ich glaube, das sind Heuschrecken. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ja, war mir klar. Aber sie hat es überlebt. Also wenn die jetzt wiederkommen, dann ist es, steht mir definitiv für mich fest, dass ich in der Nähe bin. Da war schon wieder ein Schuss. Ach nee, jetzt weiß ich, wer das ist. Das ist das Monster. Das Urzeitmonster. Der macht diese Geräusche. Warte mal, hätte ich vielleicht. Ich glaube, ich hätte es jetzt nicht nochmal machen müssen. Ich glaube, ich muss da nach links gehen. Ich hasse. Ich bin froh, dass das mit den Seilen wirklich nur selten ist. Ich meine, mit R2 schaukelt man ja. Also nimmt sich Schwung. Ich vergesse es zwar immer wieder. Mit Kreuz muss ich mich festhalten und mit Pferd muss ich dann abspringen. Aber allein schon, dass ich zwei Tasten gleichzeitig drücken muss, plus dann noch eine dritte dazu. Und? Nein, ich fliege nicht dadurch. Ich werde auch nicht speichern. Ich könnte zwar neu laden, aber mache ich noch nicht. Gut, das hat sich jetzt wohl erledigt. Aber als ich doch da unten war, wo ich doch diesen weiten Hebel gezogen habe, unter diesen Art Grab, wenn es überhaupt ein Grab darstellen soll. Ich meine, ich war dann da auch nicht wirklich in der Nähe von dem Urzeitmonster. Aber wenn ich da bei den Hebel bin, dann hat er nichts gemacht. Außerdem, was ich sehr unlogisch finde, dass diese Insekten durch die Wände gehen. Das Geräusch gefällt mir nicht. Oh. Hier ist ein Skarabäus, oder?
Danke, du beschissenes Insekt. Jetzt darf ich wieder neu laufen. Andernfalls werde ich neu laden. Ach, wer kommt denn immer auf diese dumme Idee? Ich kratze schon wieder fast bei 20 Minuten. Und bin nicht mal wirklich weit gekommen. Aber gut, manchmal hat man solche Phasen, wo man nicht wirklich weiterkommt. Beziehungsweise, was heißt, doch, diese Phasen gibt es auch. Aber es gibt auch die Phasen, wo man etwas braucht, überhaupt weiterzukommen. Auch wenn es nur minimal ist. So, das Insekt oder der Skarabäus ist besiegt worden. Aber ich glaube, bei dem Minotaurus war auch so ein Skarabäus, bloß nur größer, oder? Jedenfalls sah das so aus. Wie viele Lebenspunkte habe ich noch? Ein Viertel. Ich werde jetzt speichern. Ich meine, jetzt dafür jetzt ein Medipack zu verschwenden, brauche ich nicht. Was ist, wenn ich jetzt plötzlich jetzt zu einem nächsten Levelabschnitt komme? Was ich ja nicht denke. Aber man weiß ja nie. In Tomb Raider 4 ist es ja wirklich fragwürdig, wann ein nächstes Levelabschnitt kommt. Also manchmal kann man es wirklich sehen, wenn jetzt zum Beispiel ein langer Gang ist. Aber im Großen und Ganzen kann man das nicht genau sehen. Schöne Kletterpartout. Ich habe das Gefühl, dass das da einstürzt. Wahrscheinlich muss ich darauf gehen, also auf diese Plattform, dann darauf, so wie es aussieht, und dann muss ich irgendwie da weiterklettern. Gut, der stürzt. Hallo? Okay, da kann ich doch nicht rauf. Aber dieses Dach hier fliegt nicht runter. Das ist wenigstens etwas. Aber warum gibt es es denn hier? Muss der Nachbar jetzt Krach machen? Hä? Warum lässt du die Taste los? Warum? Ich habe gerade die Taste nicht losgelassen. Sie hat einfach automatisch losgelassen. Warum weiß ich auch nicht. Controller, du bist nicht so alt, dass du schon Schwächeanfälle bekommst. Also hör auf mit dem Blödsinn. Ja, dachte ich mir, dass ich mich darüber handeln kann. Ja, das habe ich hier gerade auch noch gesehen, diese Lücke. Ah, da ist sogar ein Medipack. Aber sie kann sich aus unbekannten Gründen sich da nicht festhalten. Gehe ich sofort steil oder? Nein. Aber das ist eine coole Idee mit diesem Kletterparcours. Habe ich das eigentlich vom Parcours ausgesprochen? Wenn ja, dann ist es falsch. Das heißt Parcours. Das ist schon eine geile Idee. Also, das erinnert mich jetzt ein bisschen, als wäre sie gerade im Training. Im Training, wollte ich zuerst sagen. Im Training.
Also ich wäre jetzt hier ein bisschen ausgerüstet. Ist das dein Ernst? Also ich habe nichts dagegen, wenn Gegner kommen, aber warum müssen die immer bei unpassenden Momenten kommen? Ernsthaft. Das ist doch so albern. Es nervt doch nur noch. Also das ist jetzt nur noch lächerlich. Ich meine, den einen kann ich da verstehen, da konnte man noch etwas gut gegeneinander kämpfen, aber jetzt nicht hier, wo man jetzt kaum Fläche hat zum Stehen. Kann sie überhaupt darauf? Sie würde es nicht herausfinden, sie ist lieber dafür, darüber zu springen. Aber wahrscheinlich ist es, kann man nicht darauf. Vielleicht ist es so, dass ich dann so rüberspringe, so wie in Tomb Raider 1 bis 3, dass man auf manchen Sachen nicht raufgehen kann und dass sie einfach so rüberspringt. Also Art so hin drüber glitscht. Oder ich war einfach zu nah dran. Um ehrlich sein möchte ich es jetzt nicht herausfinden. Ich kämpfe jetzt gegen diesen scheiß Vieh. Diese dämliche Plage! Ich lebe? Da muss ich aber noch 0,01% Lebenspunkte haben. Ein Fall für Medipack. Ich hatte so schön über 20 Medipacks von den Großen. Aber dann wurde er der Meinung gemacht, mal ein bisschen zu übertreiben. Gut. Je höher man ein Level kommt, desto schwieriger kann es sein. Aber bei Tomb Raider war es noch nie so wirklich. Aber naja, ich werde so oder so jetzt hier die Aufnahme beenden. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Mal gucken, was mich noch alles erwartet bei dieser Kletterparcours. Und wo ich dann diese Codes finde, die ich suchen soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehrere Orte gibt oder ob die alle an einem Ort sind. Das kann ich nicht genau sagen. Andernfalls hat er noch von zwei Kollegen gesprochen, die irgendwie bei einem Tor warten und ich sie da treffen soll. Aber ja. Ja, ansonsten, der abonniert die anderen und abonniert der für mich. Bei mir ist alles frisch. Tschüss, Sikorski.